Ich bin jetzt nochmal durch den ganzen Turm gelaufen und habe nichts gefunden, was dieses Rätsel erklären würde. Ich habe nachgeguckt. Ja, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Entschuldigung. Oh Gott, voll ins Mikrofon gehustet. Das tut mir leid. Ich habe wirklich den ganzen Turm nochmal angeguckt. Mir ist nichts aufgefallen. Vielleicht ist euch ja was aufgefallen. Ich würde es auf jeden Fall gerne wissen. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Aber ich musste nachgucken. Mir fiel dieses Rätsel jetzt so nicht ein. Ich glaube, eine Sache muss ich noch machen. So ist es richtig. Frag mich nicht, wieso. Das ist der richtige Code. Ich habe es ja nochmal betont, dass ich es eigentlich nicht verstehe. Gut, wir spielen jetzt Lied des Windes und gehen wieder an den Anfang zurück. Ist aber auch nicht so wild. Wobei, eigentlich ist es schon wild, weil natürlich, gerade bei solchen Spielen, will man ja eigentlich nicht gespoilert werden. Das ist wie in einem Point-and-Click-Adventure, dass du wirklich abfeierst. Also natürlich gibt es auch welche, wo du sagst, okay, wenn es dich zu hart triggert, dann interessiert es dich nicht. Aber die meisten Point-and-Click-Adventure will man ja wirklich selber erleben und selber mitmachen. Für den Fall, dass jemand nicht versteht, was ich meine. Kann ich da jetzt einfach... Was bist du denn? Ach, das ist die Tochter. Oh Gott, Hilfe. Okay. Aua. Was soll ich denn machen? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier mein Essen bereithalten. Aua. Alter. Das geht nicht. Ah, so geht's. Okay, man kann die nur mit diesen Dingen hier erwischen, oder was? Aua. Okay, ich muss mal ganz kurz was essen. Oder mit der Bombe vielleicht. Warte mal ganz kurz. Ja. Okay. Die Bombe scheint einen Nutzen zu haben. Oh Gott, es sind zwei. Oh Gott, jetzt sind es zwei. Ah, wow. Warte, ich muss wieder was essen. Hilfe. Was ist denn los mit euch? Alter. Okay, ich sehe auch kaum was, ne? Ich finde, die sind voll dunkel. Die sind mega dunkel. Das soll kein rassistisches Ding sein. Ich sehe sie halt echt nicht. Okay. Das war jetzt doch ein bisschen überfordernd für mich. Kleines bisschen. Okay, ich wollte mich gerade wegmachen, aber die Cutscene ist doch schneller weggegangen als gedacht. Du hast mich gerettet, tapferes Kind. Ich bin Flora, der Geist des Waldes. Naroko hat mich hier eingesperrt. Ich hatte bemerkt, dass das Licht des Leuchtturms zum ersten Mal nach Arturos Tod wieder entzündet worden war und kam hierher, um den Grund herauszufinden. Aber es war eine Falle. Naroko hat mich hier festgesetzt, um mich von meinem Wald fernzuhalten und seine Kraft wiederzuerlangen. Wer weiß, wozu er imstande ist. Ich mache mir große Sorgen um meine kleinen Bobos. Sie sind absolut verloren ohne mich. Endlich kann ich in meinen Wald zurückkehren. Ich werde dir auf ewig dankbar sein, dass du mich gerettet hast. Bitte komm zu mir in den Tiefen der Bobo-Grube, damit ich dir eine angemessene Belohnung geben kann. Alles Gute für dich, mein kleiner, tapferer Schößling. Mögen die Geister dir auf deinen Reisen beistehen. Und ich habe ein neues Herz gekriegt. Oh, schön. Sie verpufft in Schmetterlingen. Dieser Gegenstand fügt deiner Lebensenergie ein Herz hinzu. Deine Stärke wurde jetzt um eine Einheit erhöht. Meine Stärke? Oder bin ich jetzt stärker mit dem Schwert? Oder bezog sich das jetzt wirklich nur auf die Herzen? Gut, lassen wir es mal so stehen, ne? Ja, aber der Dungeon war jetzt doch kleiner als gedacht. Ging jetzt ziemlich schnell. Wir haben nur ein bisschen mehr als ein Part gebraucht, um hier durchzukommen. Nee, Quatsch. Eigentlich, wenn man jetzt alles in allem so ein bisschen zusammennimmt, haben wir wahrscheinlich sogar noch nicht... wirklich in einem Part hätte man den gut jetzt schaffen können. Das war ein kurzer, kleiner, knackiger Dungeon. War jetzt mal nicht schlecht, ne? Den fand ich jetzt auch angemessen
vom Schwierigkeitsgrad her, es waren zwar auch Nervpassagen dabei, sage ich ganz ehrlich. Natürlich hat mich auch ein bisschen was genervt, aber das gehört halt dazu. Das nervt einen im ersten Moment, aber dann ist man umso froher, wenn man es am Ende geschafft hat. Sowas mag ich ja tatsächlich ganz gerne. Was ich allerdings nicht mag, ist, wenn das wirklich sich so ewig lang zieht. Der letzte Dungeon war einfach viel zu lang. Und der hier war jetzt knackig, aber gut, mir hat es gefallen. Bitte mehr von sowas, bitte. Das, da hätte ich gerne mehr zugesehen. So, dann schauen wir uns mal kurz an. Wir müssen zu ihr, zu den Bobos-Dingern da, zu den Bobo-Wäldern. Die Frage ist nur, ist das wieder da, wo Ramo ist? Weil Ramo, wir können ja jetzt zu Ramo gehen und ihm sagen, wir haben deine Tochter gerettet, oder? Nee. Flora und Geist des Waldes? Der große Ramo. Nö. Anscheinend müssen wir nicht mehr zu ihm. Aber es ist immer noch dunkel. Ich kann immer noch nichts tagsüber machen. Oder? Es ist doch dunkel, oder? Ich würde aber trotzdem noch mal gerne zu ihm gehen. Ehrlich gesagt. Diese Bugs in diesem Spiel. Ah! Ich würde gerne noch mal zu ihm gehen und einfach rauszufinden, ob er mir eine Belohnung gibt. Oder mir einen besonderen Hinweis oder sowas. Ich meine, die haben seine Tochter gerettet. Der muss mega happy sein. So, dann kann ich euch auch mal den Weg zu Ramo zeigen, falls ihr den noch nicht kanntet. Können wir den mal ablaufen. Aber wie gesagt, ich werde euch jetzt nicht ständig irgendwelche Wege zeigen. Tatsächlich muss ich sagen, anfangs hat es mich so ein bisschen genervt. Diese Open World mit diesen Wegen, die so wahnsinnig schwierig zu finden sind. Also wenn du auf der Karte einfach nach oben willst, kannst du nicht einfach nach oben gehen. Du musst dir richtig den Weg bahnen und rausfinden, wo es denn als nächstes weitergeht. Und das hat mich am Anfang wirklich genervt, weil... Hier, seht ihr schon, ich will einfach nur nach oben und dann sind da ständige irgendwelche Barrieren und so, die einen nur nerven, weil man schnell halt von A nach B will. Das ist jetzt nicht so schlimm bei Ding gewesen, bei Zelda Breath of the Wild, da war das deutlich angenehmer. Da hatte man schon das Gefühl, dass es irgendwie leichter war. Ich glaube, ich muss da runter, ne? Jetzt bin ich sogar sehr... Ja doch, ich glaube, ich muss... hier lang. Bei Breath of the Wild, da gab es schon mal hin und wieder mal so einen Berg oder sowas, den man erklimmen musste. Aber im Normalfall waren da eigentlich immer, konntest du quasi auf der Open World, in der Open World hingehen, wo du wolltest. Es war nie wirklich problematisch. Und hier ist es deutlich schwieriger. Hier muss man immer mal wieder aufpassen, wie man es jetzt hier gesehen hat. Da sind Klippen oder so, da kannst du nicht einfach dran hochklettern. Bei Zelda könnte man es. Ups. Sondern du musst dir halt wirklich einen Weg suchen. Und das kann manchmal nerven, kann allerdings aber auch eine gute, angenehme Herausforderung sein. Und mittlerweile muss ich sagen, ich finde es eher positiv als negativ. Tatsächlich macht Spaß. Du bist stärker geworden. Ich spüre die Energie. Es gibt noch viel zu tun. Meine kleinen Geschöpfe erfahren Leid. Ich kann es spüren. Das Nest wurde geschändet. Das Gleichgewicht kann nur mit Hilfe einer reinen Blume wiederhergestellt werden. Und jetzt geh, mein kleiner Freund der Wälder. Dein Schicksal wird sich nicht von selbst erfüllen. Schon wieder ein Herz? Was ist denn jetzt los? Kriegt er die ganze Herz in den Arsch gesteckt? Was ist denn heute los? Wow, jetzt haben wir ganz schön viele, du. Ich bin stolz. Super. Ich wollte doch unbedingt Herzen, habe ich doch gesagt. Ich hatte nur nicht die richtigen Medaillons dafür. Oder Medaillen oder wie auch immer. Ja gut, dann... perfekt, ne? Ja, also, nee. Genau, wir schauen uns jetzt einfach nochmal kurz an. Ja, das mit Odessa, das können wir nur tagsüber machen. Weil sie lässt mich nicht rein. Ich weiß, wo Odessa ist, aber ich konnte da nicht rein, solange es nicht tagsüber ist. Okay, kommt tagsüber wieder. Ja, aber ging ja in dem Spiel bisher nicht. Genauso wie hier. Ursula die Müllerin. Oder, warte mal. Ah, nee, warte mal. Odessa, die Kräuterkundige von Rodia, benötigt den Staub der Erneuerung, eine reine Blume zum Blühen zu bringen. Da möchte sie die verblühte Exmann in den Bobo-Wellen ersetzen und das Gleichgewicht der Natur wiederherstellen. Staub der Erneuerung. Da unten bei der Bobo-Grube. Sollen wir den mal suchen gehen? Da muss ich irgendwo da bei der Bobo-Grube gucken. Karte anzeigen.
Hier, irgendwo hier unten, seht ihr es? Hier, hier. Da ist anscheinend Flora. Aber ich glaube, da komme ich noch nicht so ohne weiteres hin, ne? Es kann sein, dass da wirklich auch wieder tagsüber nur weiterzukommen sei. Aber ich probiere es einfach mal, okay? Da unten bei der Bobo-Grube, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Dann haben wir wenigstens wieder eine Aufgabe. Lied des Windes. Wenn du mit deinen Blähungen ein Liedchen furzen kannst, nennt man das auch das Lied des Windes. So, warte mal. Da, wie komme ich da am blödsten hin? Ist schon schwierig, ne? Bei Yukaturi? Irgendwo da, ne? Ich bin gerade überlegen. Wahrscheinlich habe ich... Ich bin gerade überlegen, ob ich da schon mal irgendwie gewesen bin und irgendeinen Weg gefunden habe. Ich erinnere mich nicht. Genau. Hier war die Katze. Die Roboterkatze. Ihr erinnert euch? Und hier unten? Genau. Jetzt muss ich irgendwie nach rechts kommen. Irgendwie. Glaube ich. War ich hier schon mal? Rechts? Da, die Katzen sind so süß. Ich muss auch sagen, ich suche das momentan wieder ziemlich hart durch, ne? Um mal wieder ein bisschen dazu. Wir haben ja wieder ein bisschen Zeit, um auch ein kleines bisschen nebenher zu plauschen. So ein kleines bisschen. Hier, guck, jetzt irgendwie nach rechts. Ich muss hier irgendwie einen Weg finden, der nach rechts geht. Wir haben ein bisschen Zeit zum Plauschen und ich suchte es momentan wieder ein bisschen durch. Man könnte meinen, dass ich es einfach nur schnell durchbekommen möchte. Einerseits möchte ich natürlich Projekte beenden. Das ist tatsächlich wirklich so. Dann könnte man meinen, dass ich Sachen vielleicht einfach auch ein bisschen durchrushe. Einfach nur, damit man es mal gemacht hat. Damit ich es abhaken kann oder so. Sollte man meinen. Tatsächlich bin ich aber gerade wieder ein bisschen auf Baldo... Auf Baldo-Kurs. Ich mag das tatsächlich ganz gerne gerade aktuell. Guck mal, da ist noch ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Sonst wäre er aufgezeigt an der Karte. Beziehungsweise, was ist hier los? Den kenne ich doch schon. Ach, das ist eine Sequenz, die du kriegst, wenn du da durchkommst. Wenn du durch diesen Weg durchkommst. Wir kennen die aber alle schon. Oh Gott, das ist jetzt aber auch ein bisschen komisch gemacht, ne? Ja, wir sind halt noch nie hier durchgekommen, durch diesen Weg durch. Deswegen kannten wir die Sequenz noch nicht, aber... Ja, trockenes Land. Wo sind wir jetzt? Okay. Irgendwie muss ich nach rechts oben kommen. So, irgendwie in die Richtung. Genau das ist es nämlich das, was ich so geil finde. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, klar, es ist ein bisschen nervig, sich den Weg zu suchen. Oh. Ah, ne... Ich wollte es ganz skillig machen, ey. Von wegen skillig. Es ist kann ein bisschen nervig sein, sich den Weg zu suchen, aber es kann eben auch angenehm sein, sich den Weg zu suchen. Weil es eine Herausforderung ist. So, ich gehe mal absichtlich hier runter. So. Und dann irgendwo hier entlang vielleicht. Und wenn ich Sachen rausschneide, dass ich euch nicht zeige, wie die Wege sind, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Das sind jetzt wirklich so Passagen, bei denen ich einfach nur durch die Gegend laufe und rausfinde, wie es weitergeht. Das kann durchaus mal interessant sein, beziehungsweise das kann durchaus auch mal drinne bleiben. Also da habe ich nichts dagegen, wenn es mal drinne bleibt. Wie jetzt, dann haben wir ein bisschen was zu quatschen, haben wir wieder ein bisschen Zeit, um dies und das zu diskutieren. Aber trotzdem, das hat nichts damit zu tun, dass ich wirklich durchrushen will und euch nur das Wichtigste zeigen will, sondern... Ich muss ja auch überlegen, was euch interessiert. Und es gibt bestimmt auch viele unsinnige Sachen, die ich hier mache, die euch halt einfach nicht interessieren. Wenn ich einfach nur auf dem... Ich erinnere mich daran, als ich die Wüste durchquert habe. Ich habe teilweise eine halbe Stunde lang nur... Bin ich nur durch die Wüste gelaufen und habe versucht, rauszufinden, ob da irgendwo an irgendeinem Fleck in der Wüste irgendetwas ist. Besonders viel war da nicht. Das heißt, ich wäre einen ganzen Part nur in der Wüste rumgelaufen. Das wäre... Ich weiß nicht, ist das spannend für euch? Und guck mal, ich krieg keinen Weg nach da oben. Das ist so... Ja, nerven mich nicht.
Es gibt keinen Weg nach oben da. Seht ihr? Und das meine ich nämlich. Das kann jetzt durchaus mal... Oh, war es das schon drin? Durchaus mal interessant sein. Aber in den meisten Fällen ist es das halt eben nicht. So, war ich hier schon? Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich bin. Aber ich glaube, das habe ich schon gesehen, oder? Ups. Geh, übertragen, schnell. Au, hey. Sag mal, gib mir doch die Möglichkeit, wenigstens mal zu wehren, du kleiner Kacker. Ich muss mal wieder was essen. Gut, aber die Herzen finde ich tatsächlich ganz cool, dass wir sie jetzt mittlerweile so viele haben. Ah, hier war ich noch nicht. Oder? Doch. Doch, hier war ich schon. Sonst würde das doch jetzt... Ja, hier war ich schon. Siehst du? Jetzt verbringen wir wieder einen halben Part damit, dass ich euch zeige, was ich schon gezeigt habe. Das ist der Grund. Jetzt habe ich den Beweis dafür. Ich habe euch den Beweis geliefert, unabsichtlich. Ich versuche, einen Weg nach oben zu finden. In der Karte. Einfach nur in die Karte nach oben. Und ich, ihr seht, ich kriege es nicht hin. Es gibt manchmal einfach keinen Weg nach oben. Alter, jetzt... So. Es gibt manchmal einfach keinen Weg nach oben. Oder halt sonst wohin, wo du halt hin willst. Manchmal hat man einfach Pech. Guck mal, ich bin wieder komplett ab vom Schuss. Ich bin hier gestartet. Hier habe ich gestartet. An der Stelle. Und bin dann hier lang gelaufen und bin jetzt hier gelandet. Weil ich keinen Weg nach oben finde. Von La Pazza aus, das können wir knicken. Das wird nicht klappen. Weil La Pazza, da gibt's, das ist in der Sackgasse, da kann ich mich noch dran erinnern. Wir können höchstens noch einen anderen Weg versuchen rauszufinden. So. Und jetzt bin ich zumindest auf dem Stand, wo ich sagen kann, wir können heute vielleicht auch mal ein bisschen länger machen, den Part ein bisschen länger machen, falls wir nur umherirren, damit wir noch was gemacht haben. Wobei wir ja schon immer so einen kleinen Miniboss heute schon mal erledigt haben. Das ist doch schon mal was. Tatsächlich hätte man wahrscheinlich diesen Boss auch ohne Eulenbombe machen können. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, man hätte den auch ohne Eulenbombe machen können. Ich weiß nur nicht ganz genau, ob ihr es ohne Eulenbombe versuchen solltet. Weil ich denke, dass es schon ein deutlicher Vorteil ist, oder? Habt ihr nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt durch die Eulenbombe deutlich leichter geht? Ich habe eigentlich gar... Hätte ich es noch schneller rausgefunden, dass ich sie nehmen kann, also wäre ich schneller auf den Trichter gekommen, dann wäre es wahrscheinlich noch schneller gegangen. Oh ja. Von dem her, ich glaube, man sollte sich das Leben leicht machen und die Eulenbombe hier verwenden. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, nutzt sie. Oh, guck mal. Zwei mit einem Streich. Ich bin so gut. Ich bin so gut, Leute. Ich bin der Gutigste von allen. Der Gutste. Oh. Man kann gar nicht mehr ausweichen. Guck mal. So. Manchmal ist das Ausweichen echt extrem mühselig. Entweder muss ich das noch üben oder es geht wirklich teilweise nicht. So, bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Natürlich laufe ich wieder komplett falsch. Irgendwo muss es hier noch runtergehen. Ich will doch eigentlich nur nach unten. Ach, hier. So, ein Wildschwein. Nee, lass mal. Woher haben die eigentlich den Namen? Weil sie einfach in der Wildnis sind? Oder weil sie total wild sind? Weißt du? Wild? So sexy wild, weißt du? War ich hier schon? Das könnte was Neues sein. Das wäre super, wenn das was Neues ist. Weil dann haben wir zumindest auch mal ein bisschen was anderes mit dem Park gemacht. Oh, jetzt bringt der mich um, Alter. Zu viele Gegner. So. Hoi. Ich glaube, das ist nur ein ganz normaler Raum. Hier ist nichts. Oder? Doch, hier ist was. Und ich glaube, das haben wir noch nicht. Ja, ja, bitte. Da kann ich mir nämlich noch ein Herz holen, wenn ich hier jetzt das Symbol kriege. Ha! Kann ich mir noch ein Herz klauen. Juhu! Es ist wieder ein Schieberätselchen. Die machen wir doch so gerne. Komm. Ja, Piccata. Piccata Milanese. Ist das nicht irgendwie so ein Essen?
So, okay, komm. Schieberätselchen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch geschnitten, wenn da jetzt nichts gekommen wäre. Das wäre sonst peinlich gewesen. Dann hätte ich nur eine Sache in einem Part gemacht, hätte ich jetzt ein bisschen schade gefunden. So. Den muss ich auf jeden Fall nach vorne schieben, weil sonst komme ich hier gar nicht durch. Oh Gott, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Gut, dich kann ich auf jeden Fall dahin schieben. Dann kriege ich dich auf jeden Fall schon mal. Dann kann ich den auf jeden Fall schon mal da hochschieben. Dann ist der schon mal weg. So. Dann muss ich einen. Dich kann ich eigentlich auch schon mal direkt dahin schieben. Dann. Hier ist es, glaube ich, wichtig, dass man eigentlich sich nie einen verbaut, eine Eule, oder? Es ist genauso offensichtlich, wie ich es jetzt gerade denke. Den kriege ich auf jeden Fall hier hin, wenn ich möchte. So, eigentlich ist es ziemlich easy, oder? Oder? Ich bin gerade über. Doch, ist eigentlich ziemlich easy. Ja, war nicht der Rede wert. Na gut. Genau, den Fehler dürft ihr nicht machen, dass ihr den dann da vorschiebt, dann kriegt ihr ihn nicht mehr weg, den Eulerich. Gibt es eigentlich eine männliche und weibliche Version von Eule? So, das war doch ziemlich easy, oder? So, jetzt könnte ich mir ein neues Herz gönnen. Dann hätten wir 3 Herzen heute gekriegt. Cool, oder? Ich glaube, oder? Ja, 3 Stück, 3 Runen der Macht. Ich könnte mir wieder ein Herz gönnen. Ha, schön. Sehr, sehr gut. Nice. Okay, jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Ich wasche meine Hände in Reinheit. Das deutsche Reinheitsgebot. So, ich kann... Sollte ich übrigens auch machen. Hier gibt es immer die geilsten Items, finde ich. Oder beziehungsweise die meisten, besser gesagt. Weil in diesen Höhlen könnt ihr so oft buddeln. Und ihr könnt auch vor allen Dingen, wie ihr gerade gesehen habt, ganz viele Schatztruhen finden. Solltet ihr immer wieder in Anspruch nehmen. Da ist auch noch was zum Buddeln. Weil in letzter Zeit benutze ich sehr, sehr oft die Heil-Items. Also die Heil... die Items, die mich ein bisschen... Hier diese Wurzeln oder sowas, die mir Herzen wieder zurückgeben. Weil ich nicht so wahnsinnig oft sterben möchte in diesem Spiel. Das haben wir zu Anfang so oft gehabt. Ich bin so oft gestorben. Und das hat mich einfach genervt auf Dauer. Und deswegen möchte ich das jetzt viel weniger haben. So. Irgendwie muss ich nach links kommen. Und dann von links nach unten. Aber ich weiß nicht, wie ich nach links komme. Ich versuche mal irgendwie weiter nach oben zu kommen. Und dann wiederum nach links zu kommen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich diesen Wald hier schon ums Genaueste inspiziert habe. Weil ich laufe jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Ich will doch nur nach links unten. Das ist so nervig. So, jetzt nach oben irgendwie. Nee, kriegen wir hier nicht hin. Das ist da. Da waren wir auch schon. Das haben wir schon mitgekriegt hier. Und von da aus komme ich nicht weg. Leute, ich glaube, ich muss mir einen anderen Punkt suchen, wo ich dahin komme. Dass das nicht geht, ne? Übrigens, beim Suchen des Weges habe ich mir immer wieder diese Dinger hier gegönnt. Weil die Energie immer so wahnsinnig schnell weg ist. Die Ausdauer. Die gönne ich mir dann zwischenzeitlich immer mal wieder. Na, ja klar, komm. Erzähl mir nix. So, geht doch. Genau, jetzt irgendwie nach da.
Das gerade für in der Wüste zum Beispiel habe ich nur diese Dinger benutzt, weil das echt so nervig gewesen ist, ständig zu warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Das hat mich einfach nur noch genervt. Gucken, jetzt haben wir hier schon wieder so einen Punkt erreicht, wo wir nicht weiterkommen. Ach Gott. Nee, hier komme ich auch nicht rein. Sieht hübsch aus, aber man kommt nicht rein. Nee, ich glaube, wir sind hier wieder falsch. Es ist schwierig. Du willst nur an einen Punkt auf der Karte kommen und weißt nicht, wo es lang geht. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, aber auch cool. Weil es halt irgendwie so eine Art Rätsel ist. Guck mal. Ich war ja schon mal hier irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr, wie man da hinkommt. Vielleicht hier bei dem und von da aus ein kleines bisschen laufen. So, da waren wir auch schon drin. Oh, ich muss mal was essen. So. Nicht, dass mir hier noch irgendwas flöten geht. So, jetzt könnte ich da runter gehen. Oder nach links gehen. Ich gehe mal da runter. Mal gucken, wo ich da lande. Ja, worüber können wir noch reden? Worüber können wir noch reden? Gut, wir haben es jetzt hier von Baldo gehabt, ne? Wir können aber über andere Dinge reden. In Baldo reden wir über andere Dinge. Das ist doch schon mal was. Ach. Hier ist wieder ein Ding. Wie heißen die? Ein Kankmi. Den kriegt ihr hier. Also, falls ihr einen Kankmi sucht, den kann ich euch zeigen. Hier. Hier ist der Kankmi. Da, bei dem Punkt. Da, bei dem blauen. Da ist einer. Es gibt mindestens zwei. Ich kenne jetzt insgesamt zwei. Und da ist einer. Falls ihr dieses Fell haben wollt, geht dahin. Ich sage euch, tut es. Ja, ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Ich müsste mir ein Thema aus dem Arsch ziehen. Arsch und ziehen. Habt ihr euch schon mal was aus dem Arsch gezogen? Das sind Toffis Gesprächsthemen. Ich könnte aber auch, ich habe am Wochenende jemanden zum Raclette eingeladen, aber die Familie, die ich eingeladen habe, ist dann eben krank geworden. Und ich weiß nicht, was es mit diesen Vogelscheuchen auf sich hat, wirklich nicht. Deswegen hatte ich so viel Raclette-Zeug übrig und ich habe mir eine Asia-Pfanne daraus gemacht. Kann ich nur empfehlen. Die war super lecker. Ich habe Reis genommen und habe ihn gekocht und habe sämtliches Gemüse, was einigermaßen dazu passt, habe ich dann eben genommen und dann in eine Pfanne reingeschmissen. Ich bin wieder komplett weg, ne? Du kommst nicht dahin, es geht nicht! Das ist Reis gewesen mit Paprika, mit Zucchini, mit kleinen Shrimps, also nee, Krabben waren es, Nordseekrabben. Oh, die waren richtig lecker. Nordseekrabben, Sojasauce, Salz, Pfeffer, was war es noch? Genau. Sojasauce, Salz, Pfeffer. Da komme ich her. Es gibt hier keinen anderen Weg wegzukommen. Ne? Also es ist wie so ein großer Kessel hier. Da kommt er nicht weiter. Haben wir das wenigstens auch schon mal gemacht. Genau. Mais war noch drin. Genau. Das hat auch ziemlich gut gepasst tatsächlich. Also ich fand es ganz lecker. Was hatte ich noch drin? Ah, da habe ich noch große Garnelen gehabt. Die habe ich mir kurz angebraten und dann einfach noch zusätzlich mit reingeschmissen. Aber die müsst ihr unbedingt anbraten, weil sonst schmecken die nicht. Gekocht, also angebraten schmecken sie deutlich besser als gekocht, finde ich jetzt persönlich. Oh, war ich hier noch nicht? Doch, hier war ich schon. Ich wollte es gerade sagen. Gut, wir könnten jetzt hier dem Weg folgen. Hier bin ich auch schon mal offscreen, glaube ich, gewesen. Oh, oh. Uah. Ich gehe mal weg von dir, ne? Alter! Ne, ich glaube, ich lasse den. Diese Fake-Schatztruhe, meine. Uah! Große Muftis. Die besiege ich übrigens absichtlich nicht. Ich habe keinen Bock auf die. Wirklich nicht. So. Kann ich euch nur empfehlen. War sehr, sehr lecker, wirklich. Ich habe noch so viel übrig gehabt davon. Ich habe jetzt den zweiten Tag sogar noch davon gegessen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich komme hier noch nicht mal runter. Oh. Hier gibt es offensichtlich irgendein Secret zu machen.
Ja. Oh Gott, gibt's hier viele von euch. Was ist denn los? Ist hier ein Nest? Habt ihr euch schnell vermehrt oder was ist los? Guck mal, da unten kann ich weiter. Soll ich da unten langlaufen? Ich denke, das wird das Sinnvollste sein. Da unten laufe ich lang und hoffe, dass ich irgendwann mal da ankomme, wo ich hin will. Und ich habe übrigens ein tolles Karottenkuchenrezept. Wir reden heute über Essen. Darf ich doch auch mal, oder? Komm, heute mal ein bisschen Spezialpaar. Wir reden über Essen. Ich habe ein Karottenkuchenrezept rausgefunden. Ja, ich weiß. Leute, wenn sie Karottenkuchen hören, denken erstmal, was? Igitt, das ist ja widerlich. Karottenkuchen? Das schmeckt super. Karottenkuchen ist was absolut Geniales, Geiles. Wo ist jetzt der Typ? Habe ich hier schon die Karte? Die habe ich doch schon. Ich will trotzdem nochmal zur Sicherheit nachgucken. Oder? Doch nicht? Doch, hier ist er. Hä? Von dir habe ich die Karte schon, oder? Nee, okay. Die Karte habe ich schon, okay. Passt. Ja, ich muss nach unten. Irgendwie nach unten. Dann gehen wir auch weiter nach unten, okay? So. So. Wenn man von oben runterspringen muss, ist das ja auch viel einfacher. Meistens findet man irgendwie einen kleinen Weg, einen Abhang oder sonst irgendwas, wo man wirklich hier durchgehen kann. Aber wenn man irgendwo hoch will, da wird es schon kritisch. Ein Blaukarpfen. Ich kann leider nur nicht sprinten, wenn ich im Wasser bin. Das ist ein bisschen frustrierend. Wichtig beim Karottenkuchen ist übrigens, ich habe zwei verschiedene Rezepte rausgesucht. Den einen Karottenkuchen habe ich gemacht, der war furztrocken, der war echt scheiße. War schon am ersten Tag nach dem ersten, nach dem Backen direkt schon furztrocken, war wie ein Marmorkuchen. Da war nur Butter drin. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist tatsächlich das Geheimnis gewesen, es ist ein Rezept mit Öl. Sonnenblumenöl, also natürlich nur neutrales Öl. Ihr sollt jetzt kein Olivenöl verwenden, das ist dann wirklich eklig, also das solltet ihr nicht machen. Aber wenn ihr Sonnenblumenöl verwendet, dann könnte es durchaus sein, dass das das Geheimnis ist, weswegen der Karottenkuchen so wahnsinnig saftig ist. Und der bleibt saftig. Jetzt ist der vierte Tag, nee, Samstag habe ich ihn gemacht. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Doch, heute ist der vierte Tag und er ist immer noch saftig. Das ist echt extrem geil. Mein großes Geschenk an euch, nein, meine große Empfehlung an euch, Karottenkuchen ist sowas Geiles. Gönnt euch das bitte mal. Wenn ihr es nicht selber machen wollt, habt vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit, ihn einfach mal auszuprobieren. Probiert es einfach mal. Es klingt komisch, aber es schmeckt tatsächlich. So, eine gelbe Flasche. Komme ich hier nirgendwo durch? Von hier komme ich vielleicht irgendwo durch, aber... Es ist wie eine Art Gewürzkuchen. Und Karotten schmecken ja sogar schon leicht süßlich. Ich meine, wer hat von euch... Jeder hat doch bestimmt schon mal Karotte gegessen. Die schmecken leicht süßlich, Karotten. Ist halt echt so. Und deswegen ist das gar nicht so abwegig. Tomaten schmecken auch leicht süßlich. Ich glaube, Tomaten werden eigentlich ursprünglich auch immer... Bin ich da jetzt überhaupt richtig? Oder komme ich nicht von da? Ich glaube, Tomaten werden eigentlich sind eigentlich auch so dem Obst zuzuordnen, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, hier gehe ich nicht lang. Ich gehe lieber den anderen Weg nach oben und gucke, ob man da irgendwie runterkommt. Irgendwo muss es ja einen Weg geben. Es kann ja nicht sein, dass man nirgendwo da hinkommt. Das gibt's übrigens häufig, ne? Wie gesagt, Tomaten sind eigentlich eher Obst. Ist eher Obst einzuordnen, anstatt, also Früchten einzuordnen, anstatt zu Gemüse. Und Erdbeeren sind keine Beeren. Ich glaube, es sind Kerne, oder? Oder Nüsse? Nee, die Erdbeere ist, glaube ich, sogar eine Nuss. Oh Gott, einer von diesen Baumgegnern. Lass mich mal. Oh, und noch ein Gegner. Was wollt ihr? Ich mache euch doch gar nichts. Oh. Aha. Hier war ich schon, oder? Oh nein, das ist so eine unnütze... Ja, hier war ich schon.
Aber hier komme ich doch nicht weiter, Leute. Wie kann es sein, dass man hier nirgendwo den Weg findet? Jetzt sind wir 35 Minuten, Leute. Wir haben zwei Sachen heute gemacht und haben über Essen geredet. Das, immerhin ist irgendetwas dabei gewesen. Aber ich muss anders vorgehen. Es ist echt frustrierend. Es kann nicht sein. Guck mal, ich bin fast überall gewesen. Ich bin hier lang gegangen. Ich bin hier gestartet bei Yukaturi und bin hier überall lang gelaufen, bis ich letztendlich irgendwo hier gelandet bin. Dann habe ich hier gestartet, bin hier lang gelaufen und bin nirgends wieder runtergekommen. Und dann habe ich hier gestartet und bin einmal hier drüber gelaufen und komme immer noch nicht hier unten an. Das kann doch nicht sein. Man kommt nicht in die Mitte hier hin. Da kommt man einfach nicht hin. Wie kann es sein, dass das so schwierig ist? Der nächste Punkt wäre hier, von da aus starten, aber das mache ich jetzt offscreen. Hoffentlich finde ich den Weg irgendwann und wir finden es das nächste Mal zusammen raus. Denkt bitte an die Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bis baldo und tschüss.